Lange hat sich das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes mit der Entscheidung Zeit gelassen. Nun ist das Urteil gefallen. HSV-Profi Mario Vuškovic wird für 2 Jahre wegen Dopings gesperrt. Nach einer Trainingskontrolle war die A-Probe positiv auf EPO angeschlagen. Auch die B-Probe kam zum gleichen Ergebnis. Die Anwälte des kroatischen U21-Nationalspielers hatten die Analysetechnik generell in Frage gestellt. Auch deshalb hat das Urteil so lange auf sich warten lassen. Der Hamburger Sportverein hat mittlerweile angekündigt, gegen diese Entscheidung Berufung einlegen zu wollen. Eine Einschätzung dazu von ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Wenn man alles nochmal sacken lässt, war das, glaube ich, ein erwartetes Urteil. Zumindest, dass er verurteilt worden ist. Es war nur eine 2-Jahres-Sperre, das ist schon interessant. Offensichtlich war man hier kulant. Eigentlich ist EPO ein Tatbestand, der eine 4-Jahres-Sperre eigentlich dann doch üblicherweise zur Folge hat. Und vor allem spielt ja eigentlich normalerweise keine große Rolle, ob hier einer als Ersttäter EPO zu sich genommen hat oder injiziert hat oder ob das nur geringe Mengen sind. Das ist eigentlich unerheblich normalerweise. Nichtsdestotrotz, das Sportgericht des DFB ist dem Athleten, dem Fußballer in dem Fall, aus meiner Sicht ein Stück weit entgegengekommen. Man muss aber eben auch sagen, dass die Argumentationskette der Verteidiger, bei der ich sowieso ohnehin mitunter den Eindruck hatte, dass da einige Nebelkerzen geworfen worden sind, dass das nicht sehr überzeugt hat.